Princess Charming wird aus dem Free-TV verbannt. Mitte Juni ging die lesbische Dating-Show in die zweite Runde. Dieses Mal sucht Projektleiterin Hannah auf der griechischen Insel Rhodos nach ihrer Traumfrau. Auf dem Streamingdienst RTL Plus können die Fans die Liebessuche verfolgen. Auch im linearen Fernsehen wurde das Format auf Vox gezeigt, allerdings auf einem Sendeplatz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0.25 Uhr. Jetzt verliert die Sendung aber sogar diesen. Princess Charming wird ganz aus dem Programm genommen. Wie dwdl.de berichtet, zog der Sender Vox nun Konsequenzen und die Kuppelshow fliegt aus dem Free-TV. Der Grund dafür sind die miesen Quoten. Mit Marktanteilen von 3,2 und 4,0% lagen die ersten beiden Folgen weit unter dem Senderdurchschnitt. Von nun an soll anstatt Princess Charming im nächtlichen Programm wieder wie gewohnt Medical Detectives in Dauerschleife laufen. Auch für RTL Plus Nutzer hat das Konsequenzen. Somit sind die Folgen nur noch mit der Premium-Version abrufbar, anstatt wie bisher eine Woche nach der Ausstrahlung kostenfrei. Im Netz soll es für das Format dafür aber umso besser laufen. Nach eigenen Angaben von RTL ist die zweite Princess Charming-Staffel mit Hannah die bisher erfolgreichste aller Ausgaben, inklusive der drei Prinz-Charming-Staffeln.